Kann ich wahr sein, Alter, ich stelle mich gerade so inkompetent an. Das hat irgendwie schwer wäre, was ich hier mache. Ich schaffe gerade nicht mal mehr über die Kakteen zu kommen. Einfach nur, weil ich scheiße bin. Geil. Lass mal Peter wieder nach unten. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Dingelingeling, dingelingeling, ach kommt Leute, macht da doch nicht so eine Wissenschaft draus. Ich hab das nicht vor, Adi. Du kannst mir glauben, wenn ich wüsste, wie das geht, würde ich das machen. Das kann nicht wahr sein. Ja, was soll man da sagen? Das Try, würde ich sagen. Bei mir jetzt auch. Wobei, noch haben wir nicht 14 Uhr. Ich schaffe vielleicht noch einen. Wir haben noch nicht 14 Uhr, ich schaffe vielleicht auch noch einen. Ich schaffe vielleicht auch noch einen. Ich muss richtig derbe schiffen, so schiffen muss ich nie. Schiffen. So, komm, Bram, das machst du jetzt aber. Ja, selbst wenn, dann gibt's. Ich geb dir übrigens den Tipp da oben. Du kannst ja auch aufgeben. Ja, mach hier. Ich, ich geb auf. Okay. Ich auch. Boah, seid ihr Lutscher, ey. Ihr könnt nix, könnt ihr. Ganz schön traurig. Die Zeit reicht halt nicht. Ja, ihr seid halt scheiße. Traurig seid ihr. Richtig sad people. Ja, traurig bin ich, das stimmt. Richtig sad people. So, alles klar, ihr Lieben. Ja, ihr lieben Zuschauer. Es geht für euch just weiter. Ah, wir sind wieder da, ihr geilen Schnittchen, nachdem die beiden Bobos hier letzte Runde aufgegeben haben. Ja, wir erinnern uns. Absolut korrekt. Und Peter ja, den ersten Sprung jetzt schon mal wieder nicht mehr schafft. Peter? Ich glaube, verwechselt. Ach so, ja, stimmt. Du Hurenkind! Ja, aber du hast doch den Sprung nicht geschafft, habe ich doch gerade gesehen. Wird schon direkt wieder Stress, ne? Boah, ich erinnere mich an die letzte Aufnahmesession, da hat Bram mich betrayed, Junge. I remember. Nein! Ja, weiß ich aber nichts von. So was machen würde Peter. Wo ist der Hardy denn jetzt fehlgeschlagen? Nein! Ja, ich hab Panik gekriegt, weil Bram hinter mir war und dann. Was? Ich war nicht mal ansatzweise hinter dir. Ja, doch, du warst mir schon auf den Fersen, sag ich mal. Ah. Das war noch nicht close. Oh shit. Da Fuck! Ist der Checkpoint. Oh, das ging aber schnell jetzt. Ja, die Challenge ist auch easy peasy. Ja gut, schwer ist jetzt nicht, aber auch nicht. Ja. Gibt es ein, zwei Sprünge, die doch irgendwie gewisses Risiko bergen. Geil, wie verwirrt Bram ist. Ja, ich hab hart gecuttet. Das fällt mir jetzt erst auf. Oh. Nein! Aber tatsächlich war das wieder so ein Ding. Ich bin auch automatisch den Sprung gegangen, weil ich den anderen überhaupt nicht gesehen habe. Der schien für mich der logischste. Mann! Oh, Hardy. Bram macht das jetzt sofort. Oh, genau, den Berg darf man nicht mit benutzen, war ja so, wa? Nein! Oh, was ist denn los? Da ich nicht mehr springen muss, Checkpoint. Checkpoint. Ah. Ja, eigentlich ist da oben schon Checkpoint, oder? Ja. Ich hab ihm zugestimmt. Ja, ich mach das jetzt, kein Problem. Das heißt voll geil, da habe ich echt den falschen Weg genommen. Aber das war jetzt kein Karten, oder? Meiner Meinung nach nicht, weil das aussieht wie der richtige Weg. Also ich hab den auch. Was ist das denn? Ich muss die andere Tastatur. Fuck, Mann! Jetzt habe ich die andere Tastatur nicht an. Oh Mann, die ist scheiße! Ah, oh, ficken, Alter. Geil, holt sich heute die Hardy 3 Strikes. Was? Zweiter Versuch. Was ist denn da los? Ja, ich, keine Ahnung, ich habe gerade noch nicht so richtig das richtige Gefühl hier. Ich bin noch nicht so richtig, ich habe einen Ruckler gehabt. Jetzt kommt der letzte Versuch. Ich hatte gerade einen Ruckler, jetzt mal ohne Scheiß. Versuch. Was? Alles klar. Oh, come on! Was geht ab bei Hardy, ey? Nach 5 Minuten. Oh, nö! Oh
Gott, Labyrinth, toll. Boah, ich hasse es, mit dieser Wix-Tastatur zu spielen, ey. Nee, muss man springen. Die Frage ist nur, welche Richtung man springt. Ich nehme rechts. Dann nehme ich links. Oh, komm. Warum nicht? Oh, 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 Schmerzen. Komm ich hier nicht weit? Ah, das sind Wolken. Okay. Boah, ich muss die mal ausmachen. Clouds. Oh. Hör auf zu brennen! Ja. Jetzt hör auf zu brennen! Oh, hier ist eine Sackgasse wie Assi. Oh, shit. Das ist ein Maze. Das war nicht der richtige Weg. Ja, ditto. Ich hab mich schon gefreut, weil ich da irgendwo hochspringen durfte. Ja, richtig. Okay, hier ist auch Fail. Hier, aber so halt, hier geht's nicht lang. Weder geradeaus noch hier lang. Okay, also hier um die Ecke oder was? Entweder da, wo du herkommst, oder da rechts. Nee, da, wo ich herkomme, auch nicht. Aber dann bleibt nur noch rechts, weil hier ist nix. Also hier läufst du halt einmal im Kreis. Peter ist am Burn. Korrekt. Geht's da hoch? Man kann es versuchen, da hoch, ja. Ja. Aber auch. Ich trau dir nicht. Wie ist das denn? Wir brauchen halt. Fuck! Mann! Ach komm schon, jetzt habe ich mir den Checkpoint da nicht gesetzt. Scheiße. Boah, jetzt bin ich schon wieder. Also ich glaube, hier ist der richtige Weg hier hoch. Echt? Ich habe noch keinen anderen gefunden, zumindest. Leute, ich krieg Damage. Bram, ich krieg Damage. Bram, ja, Bram. Ich hau dich aber nicht. Leute. Warum hast du mich? Ich hab dich nicht gehauen. Das war eine Kurzschlussreaktion. Niemals auf den Platz gehen, wo einer brennt. Ach ja, ich überlebe das doch sowieso, du Mongo. So. Weiß. Ah, oh Gott, jetzt kommt Peter damit. Ja, nice, Peter. Nee. Ist das ein Wichser? Okay, ist das ein Hurensohn? Wir wissen schon mal, da ist kein Checkpoint. Da steht ein Schild, auf dem steht Checkpoint, ja? Und wenn du den aufmachst, verschwindet der Boden. Er hat mit Brams Feeling gespielt. Ja, ich hab mich jetzt betrayed gefühlt. Auf ins nächste Level steht da hinten. Ja, mach auf. Okay, ich klicke jetzt erstmal auf den Schalter hier drauf. Wait, what? Oh, oh. Achso, ich hab nur Plate Mob Wither Spawn oder so. Vielleicht muss man ja auch hier durch. Da. Oder das andere war richtig, man muss da durch den Boden in die Lava rein. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, glaube ich ja. Nicht. Ja, jetzt hängen wir hier, Peter. Ja, können wir ein bisschen abschimmeln. Was ist eigentlich, wenn ich dich haue? Schimmel. Kann ich gar nicht hauen. Ich bin aber nicht im Game-Mode, oder? Nee, aber ich hau gegen die... Kannst du mich hauen? Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht im Game-Mode. Oh, jetzt kann ich dich hauen. Das ist ja überraschend. Ja, aber wenn ich im Game-Mode gewesen wäre, hätte ich ja hochfliegen können. Ich habe es ja gerade per Leertaste ausprobiert. Ah. Boah, das dauert ja gar nicht ewig, Halbram. Ja, aber ich glaube, hier geht's lang. Die Geräusche gefallen mir gar nicht. Ja, das hört sich schon ein bisschen komisch an. Da ist noch eine Truhe. Was habe ich denn hier bekommen? Eine Music Disc. Nein. Komm, drück mal den Button. Nein, da stand doch Wait for All. Oh. Das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe nur oben gelesen, Port to Next Level. Boah, Alter. Weiter habe ich noch nicht geguckt. So, komm her, Bram. So. Viel Glück! Wow, okay, das sieht abgefahren aus. Level 1, Level 2. Na gut. Ja, wir müssen Level 1 machen, logischerweise. Level 1. Ja, läuft. Ja, good job, Peter.
Alter, das sind aber... Oh, da sind wieder böse Sprünge dabei. Scheiße. Fuck, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Was ist das denn hier eigentlich? Boah, Alter. Ach, das okay. Ist ein Strike. Ja, Peter macht das einfach mal wieder hier. War nicht mal ansatzweise. Ich hab leider einen Fehler gemacht. Ach komm schon, ey. Fehler gemacht? Von da aus kommst du da nicht mehr hoch und ich dachte, das wäre der Weg, was richtig dumm war von mir. Ah. Aber guck mal, der Sensenmann. Ey, Hardy. Hardy. Guck mal, ja, das Mann. Ist der Sensenmann. Ja, Mann, auf jeden. Zeigt in unsere Richtung. Nee, der zeigt nicht in unsere Richtung, der zeigt in Richtung des Turms. Das ist die Symbolik dafür, dass wir in dem Turm vermutlich unsere Seele verlieren werden. Oder sterben. Oder unser Leben, genau. Ja, das könnte natürlich auch sein. Fuck. Was? Ah, komm schon! Schade, ich dachte, du springst weiter. Mann, fuck. Soll ich weiter springen? Okay. LOL! LOL! Hau Bram mal da runter. Wie soll ich das denn machen? Jetzt. Oh, da ist er nervös geworden. Oh, lol, man muss da. Oh Gott. Ja, muss man leider. Das ist doch der Grund, warum Hardy vorhin hier unten noch keinen runtergeschlagen hat. Weil ja, aber nicht worth ist. Ich wollte gerade sagen, hier unten ist doch langweilig. Schade. Kleiner Lutscher. Nein, Bram, du musst warten. Du hast doch selber gesagt, hier unten ist es noch nicht worth. It's not worth it. Was ist es nicht? Worth it. Oh, Peter, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich sauge mittlerweile jeden Infotropfen über dieses Spiel auf, ja. Also ich habe gestern schon bei GameStar die ganzen Videos gesehen. Michael Graf, das finde ich, das ist mein Fazit zum Spiel. Ja, das Testembargo ist ja gestern gefallen. Ja, habe ich übrigens gesehen, GameStar war auf jeden Fall mega pünktlich am Start. 16 Uhr kommt das, ja, wann kam das? Irgendwie 16:15 oder so. Weißt du, ernsthaft, haben die vorher angekündigt, das kommt um 16 Uhr? Ja, Mann, da stand, ja, hier, großer Test zu The Witcher 3, um 16 Uhr geht's online, bam, 16:15 oder so. Ja, finde ich witzig, dass du dich darüber lustig machst. Ja, aber ich hab darauf gewartet. Fuck you. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, aber in dem Fall konnte ich es dann aber nachvollziehen. Ich dachte mir so, ja, vielleicht ist da irgendein Problem. Und dann bin ich halt. Ja, wahrscheinlich. Dann bin ich halt eben geduldig. Ja? Ja, was sollst du auch anderes machen? Ja, eben, was soll ich auch anderes machen? Ja, dass ich ein geduldiger Mensch wäre oder so, ja. Ich meine, ich hätte in den Kommentaren rumhaten können. Das stimmt. Diesen Forenbeitrag schreiben können. Genau. Oh je. Ja, Peter, das wird noch eine Geburt hier, das sage ich dir. Ich muss ja sagen, nachdem Hardy so nett war und sich Gott sei Dank Witcher verquatscht hat, bin ich einfach an dem vorbeigesprungen. Der hat mich nicht mal angeguckt. Ja, boah, ich muss vor allen Dingen sagen, am meisten freue ich mich darauf, irgendwelche Viecher in irgendwelche Hälften zu zerteilen. Alter, die Menschen zu killen ist halt teilweise so unfassbar brutal. Ja, ich habe den einen gesehen, wo der den auf die Knie zwingt, weil es in den Bauch sticht und dann den Kopf abschlägt. Wo ich mir denke, so, what the shit, einfach nur. Ja, das Spiel ist ab 18, ne, glaube ich. Ja, das Spiel ist ab 18, ja. Oh, scheiße. Aber die durchgehenden Wertungen und so, die fand ich ja, war ja schon, muss ich sagen, also. Ich glaube, sind sich relativ alle einig, dass das ein ganz gutes Spiel ist. Könnte wohl Spiel des Jahres werden, wa? Hätte ich mir doch vorher viele Angst hatten, dass The Witcher die Erwartungen nicht erfüllen kann, bin ich mittlerweile auch leicht gehypt. Und das soll schon was heißen bei The Witcher. Das soll aber wirklich was heißen bei The Witcher. Also ich freue mich da, nachdem ich die Wertung gesehen habe, habe ich auch so gedacht, so, okay, vielleicht gibt es ihm noch eine Chance. Vor allen Dingen auch noch kombiniert mit Sexszenen und so weiter. Ist ja auch, finde ich, jetzt in einem Adult-Game auch nicht schlecht.
Und vor allen Dingen, weil ich vom Quest-Design und so fand ich das halt immer näher an Gothic als an irgendeinem Bethesda-Rollenspiel oder so. Ja, was mich halt nur immer gestört hat, war bisher das Kampfsystem. Ja, das hast du ja immer schon gesagt. Super irgendwie jetzt. Achso, das ist ja nochmal überarbeitet worden. Beim zweiten Teil, meinte Bram.